Guten Abend und herzlich willkommen zu O1 Aktuell in dieser Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Die Heiligengeiststraße galt lange als nicht wirklich geliebte Fortsetzung der Fußgängerzone. Durch die Eröffnung des CORE, einem Platz zum Arbeiten und Verweilen, soll sich dies ändern. In einem Wettbewerb unter dem Motto Start-up, dein Aufbruch, unser Antrieb, hatte man dazu aufgerufen, innovative Gründungsideen mit sozialem oder ökologischem Mehrwert sowie neuartige Einzelhandelskonzepte für die Innenstadt zu entwickeln. Am Montag nun wurden die 4 Gewinnerkonzepte vorgestellt. Zu den prämierten Ideen gleich mehr und das haben wir sonst noch für Sie. Insektensommer, Projekt des NABU. Umstellung von L auf H-Gas. Patenprojekte, Stadt sucht Teamplayer. Jeddeloher Busch, Wiederaufbau fast abgeschlossen. Und VfL Oldenburg, Niederlage im letzten Heimspiel. Ein Kulturkiosk und ein Modegeschäft mit Jeansreparaturwerkstatt treffen auf Themen wie ökologische Lebensmittelproduktion und Sexualbildung 4.0 für Teenager. Möglich macht dies ein Wettbewerb der städtischen Wirtschaftsförderung. Diese hatte im CCO 2 Ladenflächen zur 8-monatigen miet- und nebenkostenfreien Nutzung ausgeschrieben. Außerdem stellt die Stadt 8 Monate lang 2 feste Arbeitsplätze für Start-up-Gründungen im CORE zur Verfügung. Das Kaufverhalten der Menschen verändert sich. Das lässt sich vor allem auf den Onlinehandel zurückführen. Die Pandemie hat diese Entwicklung verstärkt. Große Kaufhäuser, aber auch Ketten ziehen sich aus den Innenstädten zurück. Diese Entwicklung geht auch an der Oldenburger Innenstadt nicht vorbei. Neue Ideen und Konzepte sollen wieder Leben in die Innenstadt bringen. Mit CORE, dem Coworking-Konzept in der Heiligengeiststraße, wurde jetzt ein Anfang gemacht. Neben Büroarbeitsplätzen werden dort auch kleine Einzelhandelsflächen angeboten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Oldenburg hat zum Start des Coworking-Projektes einen Wettbewerb unter dem Motto Start-up, dein Aufbruch, unser Antrieb ausgeschrieben. Damit will die Wirtschaftsförderung der Stadt jungen GründerInnen helfen und neue Ideen und Leben in die Innenstadt bringen, so Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Der Oberbürgermeister möchte ähnliche Ideen und Projekte verstärkt fördern. Das Schöne ist, dass wir mehrere Themen gleichzeitig damit behandeln. Auf der einen Seite fördern wir junge Existenzgründung, auf der anderen Seite bringen wir neues Leben in die Innenstadt. Das alte Muster der Innenstadt, das wird ja nicht mehr funktionieren. Es wird nicht mehr nur um Einzelhandel gehen. Und jetzt hier neue, junge Gründungsideen reinzubringen, ist genau der richtige Schritt. Eigentlich kann man sagen, damit hat heute die Zukunft schon ein bisschen begonnen. Künftig wird die Innenstadt anders sein in Oldenburg. Nicht mehr nur Einzelhandel, nur Gastronomie, sondern auch Kultur, Innovation, Handwerk, vielleicht sogar auch andere Gründungen. Und das wollen wir fördern. Bei den GewinnerInnen handelt es sich um 4 ganz unterschiedliche Start-ups. Die Modedesignerin Sibylle Kleinhans und die Kulturkiosk-GründerInnen um Jannik Kirchner freuen sich gemeinsam über 35 Quadratmeter Ladenfläche, die 8 Monate miet- und nebenkostenfrei genutzt werden können. Hinzu kommen 2.500 Euro für den Ladenausbau bzw. Geschäftsausstattung. Sibylle Kleinhans möchte Mode neu anbieten. Kumoko heißt kuratierter, ausgesuchter Modekonsum. Also ich bin diejenige sozusagen, die die Verbindung herstellt zu den Designern. Ich kenne die Designer persönlich. Das sind alles Freunde, Bekannte aus meinem persönlichen Netzwerk, mit denen ich auch studiert habe. Ich habe in Berlin studiert, in der Modeklasse von Vivienne Westwood. Und es sind sehr viele auch an dieser kleinen Universität eben, die sich selbstständig gemacht haben und schon sehr lange auch im Geschäft sind, unabhängig von meiner Idee. Und das ist das, was mir das Rückgrat auch gibt. Das ist einfach das Schöne zu wissen, dass ich da sozusagen diese meine Idee, die ist, die Lieblingsjeans zu reparieren, sozusagen kombinieren kann mit dem, was meine Freunde machen und ihre Produkte einfach auch zu mir mit auf die Fläche nehmen und verkaufen. Das Kulturkiosk-Konzept tritt mit regionaler Kultur zum Mitnehmen an. Die Idee resultiert so ein bisschen daraus, dass wir letztes Jahr einfach Kultur gemacht haben und ganz viele tolle Oldenburger Künstler und Künstlerinnen, MusikerInnen kennengelernt haben. Und all diese Leute haben natürlich Kunst- und Kulturprodukte. Und wenn die Menschen in Oldenburg diese Produkte konsumieren wollen, dann müssen sie die im Internet bestellen, was total absurd ist, weil die Menschen in der gleichen Stadt wohnen. Und so ist die Idee entstanden, zu sagen, okay, wir können all diese Produkte zusammentun auf eine Fläche und sie hier in der Innenstadt konsumierbar machen, sodass sie nicht mehr verschickt, versandt mit entsprechend Müll eben verschickt werden müssen, sondern direkt hier konsumiert werden können. 2 feste Arbeitsplätze im CORE gehen für 8 Monate an die Vertikal GmbH. Sie wollen zukünftig Vertikal Landwirtschaft betreiben und an die Plattform Lovis, eine Sexualbildungswebsite und App.
Vertical Farming, wir sagen immer die Landwirtschaft von morgen. Im Grunde genommen der vertikale Anbau von Lebensmitteln. Im Grunde genommen, wir fangen an mit Kräutern, die sind ganz kompatibel und verzeihen einem auch den einen oder anderen Fehler. Und wo ist der Unterschied zum draußen Farming? Wir arbeiten nicht mit einer Erde, sondern mit einer Wasserkultur. Das heißt, der Wurzelbein der Pflanze entwickelt sich ins Wasser und nimmt dadurch halt einfach schneller Nährstoffe auf. Frag Lovis ist eben unsere Plattform, die wir gerade entwickeln. Wir wollen eben eine digitale Sexualbildung für Jugendliche schaffen, weil wir gemerkt haben, dass da eben Bildungslücken sind, die nicht eben durch Schulunterricht oder eben durch Beratungsstellen aktuell gedeckt werden. Und genau, wir wollen eben oder haben gemerkt, Jugendliche sind nun mal 24/7 am Smartphone und da wollen wir sie auch gerne abholen, indem wir eben eine App entwickeln, die einen Chatbot integriert hat. Und dieser Chatbot kann eben individuell und anonym, das ist uns auch ganz wichtig, dass die Jugendlichen einen Safe Space haben für ihre Fragen, bekommen sie eben professionelle Antworten. Insgesamt wurden 14 Ideen bei dem Wettbewerb eingereicht. Zwei Jurys haben die Bewerbungen nach Kriterien wie Stimmigkeit, Innovationsgrad, Alleinstellungsmerkmal, Innenstadttauglichkeit und Nachhaltigkeit bewertet. Einige Projekte nehmen ihre Arbeit im Chor sofort auf, andere Projekte benötigen noch einige Wochen Zeit. 30.000 Insektenarten gibt es in Deutschland. Mehr als 1 Million auf der ganzen Welt. Und Insekten sind wichtig. Sie bilden das Fundament eines gesunden Ökosystems. Und sind nicht nur die wichtigsten Pflanzenbestäuber, sondern regulieren auch Schädlinge und dienen zahlreichen anderen Arten als Futter. Weniger Insekten bedeutet deshalb weniger Fische, Frösche, Eidechsen, Vögel und Säugetiere. Der Insektensommer des NABU, des Naturschutzbundes Deutschland, will zum Schutz der Insekten beitragen. Und das in diesem Jahr schon zum 4. Mal. Diesen Sommer machen wir zum Insektensommer. Wir suchen alles, was 6 Beine hat, denn wir wollen herausfinden, wie es den Schmetterlingen und den Bienen in Deutschland geht. Ihr könnt bei der Aktion mitmachen. Werdet ganz einfach selbst Insektenforscher. Insekten beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei noch die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenlernen. Alles das vereint der Insektensommer, zu dem der Naturschutzbund Deutschland jetzt wieder aufruft. Gezählt wird in 2 Zeiträumen vom 4. bis zum 13. Juni und vom 6. bis zum 15. August. Schließlich sind nicht alle Insekten immer im gleichen Zeitraum unterwegs, so Rüdiger Wohlers vom NABU Niedersachsen. Und man will mit diesen beiden Zeiträumen ein möglichst breites Ergebnis erzielen. Das Thema Insektensterben gehört zu den stärksten überhaupt in der gesamten Umweltdiskussion. Das auch zu Recht. Wir merken es an der Nachfrage aus der Bevölkerung seit Jahren, dass es die Nummer 1 angenommen hat, neben dem Klimawandel. Und beides ist ja auch miteinander verbunden. Wir merken die große Besorgnis der Menschen, weil von den Insekten ja die Bestäubungsleistung ausgeht. Für Wildpflanzen, aber auch zum Beispiel für viele Kulturpflanzen. Ohne Insekten gibt es viele andere Tierarten nicht, viele Säugetiere nicht. Die Vogelwelt wäre nicht mehr existent, wir auch nicht mehr eines Tages. Wir sind auch davon abhängig, dass es Insekten auf diesem Planeten gibt. Ja, das ist sicherlich auch ein Teil der Antwort auf die Herausforderungen, die uns das Insektensterben stellt. 30.000 Insektenarten gibt es in Deutschland, die man aber natürlich nicht alle kennen muss, um am Insektensommer teilzunehmen. Es gibt bestimmte Kernarten, auf die man während des Insektensommers besonders achten sollte, wie etwa auf den Marienkäfer. Wir wollen aus der Bevölkerung heraus auch Hinweise darauf bekommen, wie weit zum Beispiel asiatischer oder auch der europäische, also eben einer der europäischen, muss man sagen, es gibt ja Dutzende davon, der 7-Punkt-Marienkäfer, den die meisten Menschen kennen, überhaupt noch verbreitet sind bei uns. Einfach mal darauf zu fokussieren, was hat sich denn da eigentlich verändert? Denn der asiatische ist ja über die USA zu uns gekommen als vermeintlicher Schädlingsbekämpfer. Nun ist natürlich immer Dynamik in Tierwelt auch drin, überhaupt in der Natur drin, das ist klar. Aber das sind Entwicklungen, die man einfach beobachten muss. Und da erhoffen wir uns, dass durch die Fülle der Datensätze, die wir aus der Breite der Bevölkerung bekommen, hier auch wichtige Hinweise kommen. Nach der Beobachtung und der Bestimmung der Insekten geht es an die Meldung per Online-Formular. Das geschieht auf der Homepage des NABU, so Rüdiger Wohlers. Hier gibt es zudem Tipps zum Zählen und zum Bestimmen der Insekten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir neben der Wissenschaft, die ganz stark am Thema arbeitet, auch die Menschen mitnehmen und auch deren Beobachtungsgabe hier einfach mit einbeziehen, um dann vielleicht auch Antworten darauf zu finden, was jeder tun kann, um ein wenigstens den Klimawandel noch mit abbremsen zu helfen. Insekten wird man aber immer nur dort antreffen, wo sie einen für ihre Art guten Lebensraum vorfinden.
Und da kommt dann der eigene Garten ins Spiel. Um den etwas insektenfreundlicher zu gestalten, bietet die NABU-Stadtgruppe unter der Projektleitung von Silke Kreuzel eine telefonische Gartenberatung an, in der die OldenburgerInnen erfahren, wie sie mit einfachen Maßnahmen Wildbienen, Schmetterlingen und Co. in ihrem Garten einen Lebensraum schaffen. Also ich sag mal, in jedem Garten, ob das jetzt ein kleines Handtuch ist oder ein ganz großes Grundstück, gibt es Möglichkeiten, den insektenfreundlich zu gestalten. Zwei Sachen sind ganz, ganz wichtig. Einmal, ich brauche heimische Pflanzen in meinem Garten, denn heimische Insekten sind auf heimische Pflanzen spezialisiert. Und ich muss den Insekten irgendwelche Nist- und Überwinterungsplätze anbieten. Totholz, Laubhaufen zum Beispiel spielen da eine ganz große Rolle. Und in den größeren Gärten ist sicherlich mal so eine Ecke vorhanden, wo man so hier, wie schön das hier zu sehen ist, das Gras auch mal ein bisschen wachsen lassen kann, weil was sich da alles drin tummelt, das wird man an einem kurz gemähten Rasen auf keinen Fall finden. Schon im letzten Jahr war das Interesse an der Beratung riesengroß, freut sich Silke Kreuzel. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung und der Stadt kann das Projekt nun bis Dezember 2022 fortgesetzt werden. Wer teilnehmen möchte, kann unter gartenberatung@nabu-oldenburg.de einen Termin für eine telefonische Gartenberatung vereinbaren. In Verbindung mit der Beratung werden Wildstauden, Gehölze und Saatgut für Blühflächen kostenlos abgegeben. Das ist eine ganz klare Erfahrung, ganz klarer Eindruck, den wir haben. Menschen merken, dass die Insekten weniger geworden sind und entwickeln daraus das ganz große Bedürfnis, selber was zu tun. Und da liegt es ganz nah, im eigenen Garten erstmal anzufangen. Das Verschwinden der Insekten ist für jeden Menschen, der mit offenen Augen durch die Natur geht, sichtbar. Der Insektensommer und die NABU-Gartenberatung können dazu beitragen, dem etwas entgegenzusetzen. Die Soforthilfe für gefährdete Kinder besteht jetzt seit 25 Jahren in Oldenburg. Ein guter Zeitpunkt, um eine Bilanz zu ziehen. Denn auch in Oldenburg leiden Kinder unter Gewalt in der Familie, Missbrauch und Vernachlässigung. Manchmal ist die Not der Kinder so groß, dass sie sofort von einer Stunde auf die andere aus ihrem Umfeld genommen werden müssen. Dafür zuständig ist seit 25 Jahren der Arbeitsbereich familiäre Bereitschaftsbetreuung im Amt für Jugend und Familie. 447 Kinder hat man seitdem aus akuten familiären Krisensituationen heraus in eine ausgewählte Notfamilie mit pädagogischer Qualifikation vermittelt. Dort bleiben die Kinder nur vorübergehend für einige Wochen oder Monate, ehe sie entweder zurück zu ihren Familien, in eine Pflegefamilie oder in eine Wohngruppe wechseln. Wegen der aktuellen Hygieneregeln und der weiter geltenden Beschränkungen in Bezug auf die Innengastronomie wollen viele Betriebe das Platzangebot vergrößern. Die Stadt unterstützt deshalb derzeit die Gastronomie bei der Errichtung entsprechender Außenbereiche. Dafür werden vorübergehend auch Flächen einzelner Kfz-Stellplätze, wie zum Beispiel am östlichen Pferdemarkt oder wie am Casinoplatz und in der Heiligen Geiststraße, einzelne Radabstellanlagen genutzt. Der 13. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat mit Eilbeschluss vom Dienstag den ersten Halbsatz der niedersächsischen Corona-Verordnung vorläufig außer Vollzug gesetzt. Damit gilt die sogenannte Landeskinderklausel nicht mehr. Diese hatte vorgesehen, dass zunächst Ferienwohnungen oder Hotelzimmer nur an Einwohnerinnen und Einwohner von Niedersachsen vermittelt werden dürfen. Die entsprechende Regelung greift ab sofort nicht mehr und wird im Rahmen der nächsten Verordnungsänderung gestrichen. Das Verbot trage nur wenig zur Eindämmung der Corona-Infektionslage bei, da Tagestouristen aus anderen Ländern auch bisher schon nach Niedersachsen kommen konnten, hieß es in einem Eilbeschluss des Gerichts. Derzeit sind die Heizungsmonteure im Auftrag der EWE im Dauereinsatz. Der Grund: die Umstellung vom L auf das sogenannte H-Gas. Die Anpassung der Gasgeräte ist in der Regel für die Kunden kostenlos. Die bei den Netzbetreibern entstehenden Kosten werden über die Netzentgelte bundesweit umgelegt. Solange die vorhandenen Geräte umrüstfähig sind und eine gültige Betriebserlaubnis haben, müssen die Kunden wegen der LH-Gasumstellung also keine neuen Gasgeräte kaufen. Erdgasumstellung in der Stadt Oldenburg. Bis 2023 soll auch in Oldenburg das gesamte Gasnetz von L-Gas auf sogenanntes H-Gas umgestellt werden. H-Gas kommt aus Russland, Norwegen oder Großbritannien und verfügt mit einem höheren Methangehalt über einen höheren Brennwert als die Gasimporte aus den Niederlanden. Doch damit einher geht auch die Anpassung der Endgeräte. Die EWE Netz wird ab August prüfen, ob die Heizungen der Endverbraucher für die Umstellung geeignet sind. Dafür ist ein erster Prüftermin nötig. Sollte die Prüfung ergeben, dass Maßnahmen nötig sind, wie zum Beispiel der Austausch der Düsen, ist ein zweiter Besuch nötig.
Kosten durch die eigentliche Umstellung sollen für die Verbraucher nicht entstehen. Jens Witthus ist Pressesprecher der EWE Netz. Wenn der Gasmonteur bei einem Kunden die Gasgeräte anpasst mit Material, entstehen den Verbrauchern keine Kosten. Indirekt bezahlt man dann doch etwas über die Netzentgelte. Bundesweit bezahlt jeder Gasverbraucher ein paar Euro pro Jahr für diese Erdgasumstellung. Die EWE Netz wurde für die Umstellung im Nordwesten vom Bund beauftragt und bedeutet einen enormen logistischen Aufwand. Alleine in der Stadt Oldenburg sind 200.000 Kundenbesuche nötig. Für den gesamten Nordwesten sind 700.000 Endgeräte in 22.000 verschiedenen Ausführungen zu prüfen. Bei den allermeisten Geräten wird es sehr gut klappen. Also 98,5% der Geräte können wir problemlos anpassen. Es wird aber immer einzelne Geräte geben, die dann Probleme haben, die zum Beispiel vorher gewartet werden müssen oder repariert werden müssen. Und damit die Umstellung reibungslos verläuft, bittet die EWE, sich rechtzeitig um Wartung und Reparatur bei seinem Fachbetrieb zu kümmern. Diese Kosten werden weder durch die EWE-Netz noch durch den Bund übernommen, denn schließlich sind die Endverbraucher selbst für den einwandfreien Zustand der Geräte zuständig. Auch wer denkt, dass man durch den höheren Brennwert von H-Gas künftig Kosten sparen kann, täuscht sich. Das H-Gas ist im Einkauf etwas teurer, auch für die Verbraucher. Demgegenüber hat es einen höheren Brennwert und die Verbraucher werden weniger Gas verbrauchen müssen, um den gleichen Wohneffekt zu haben, also um die gleiche Raumtemperatur zum Beispiel zu erhalten. Und dadurch, sagt auch die Bundesnetzagentur, wird sich die Rechnung im Großen und Ganzen nicht verändern. Immerhin soll die Gasrechnung nicht steigen. Die Umstellung von H-Gas erfolgt seit 2015 in ganz Deutschland und hängt mit der zunehmend geringeren Verfügbarkeit von L-Gas zusammen. Die Stadt Oldenburg sucht neue Job- und Entwicklungspartinnen und Paten. Die Idee: Menschen mit Berufs- und Lebenserfahrung unterstützen Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Dabei setzen die Patinnen und Paten ihre fachlichen sowie sozialen Fähigkeiten ein, leisten Beistand und unterstützen als neutrale Beraterin und Berater. Engagier dich und finde heraus, welche Superkräfte in uns stecken. Werde Teamplayer in unserer Stadt. Unterstütze Kinder und Jugendliche. Und? Welche Superkräfte stecken in Ihnen? Mit diesem neuen Imagevideo möchte die Stadt Oldenburg auf ihr Projekt Job- und Entwicklungspartner aufmerksam machen, das auch während der Pandemie weiterhin stattfindet. Damit möchte man auch in diesem Jahr neue Ehrenamtliche finden, die quasi als neutrale BeraterInnen für ein Jahr Verantwortung für Jugendliche in der Stadt übernehmen. Es gilt dabei, vor allem herauszufinden, in welche berufliche Richtung es für die Teenager gehen kann. Es geht eben darum, eine Jugendliche, einen Jugendlichen zu begleiten über ein Jahr. Und es geht gemeinsam darum, die Stärken herauszuarbeiten, die der Jugendliche hat, hinsichtlich seiner beruflichen Orientierung. Wir kooperieren da mit den Oberschulen aus Oldenburg und mit den Gesamtschulen. Die melden sich freiwillig in das Projekt, also die machen das außerhalb ihrer Schulzeit. Und die Patinnen und Paten natürlich auch, ehrenamtlich, freiwillig. Und die treffen sich nach Absprache. In Zeiten von Corona ist es natürlich schwierig, die Patin oder den Paten mit seinem Schützling persönlich zusammenzuführen. Momentan finden die Zusammenkünfte häufig über Videomeetings statt. Frau Engelmann-Bölz hofft jedoch auf ein baldiges Ende der Pandemie. Denn für dieses Projekt sind eben besonders die realen Treffen von enormer Bedeutung. Es geht jetzt erstmal darum, eine Beziehung aufzubauen zu seinem Schützling. Also das ist ganz wichtig. Gerade Jugendliche sind ja in einer ganz interessanten Phase. Die kennen wir alle, die Pubertät. Und da geht es einfach darum, den Jugendlichen kennenzulernen auf Augenhöhe, herauszubekommen, was interessiert ihn oder sie. Und dann einfach auch gemeinsame Aktivitäten machen, ob man durch die Innenstadt bummelt oder mal gemeinsam irgendwie ins Kino geht, um dann herauszufinden, was interessiert sie oder ihn eigentlich und für was brennt er oder gibt es das vielleicht noch gar nicht. Vielleicht muss man noch ein bisschen auf die Suche gehen, um dann zu gucken, Mensch, was könntest du denn vielleicht später mal beruflich machen, was interessiert dich denn? Die jüngsten Jobpatinnen sind gerade einmal Anfang 20, die ältesten Mitte 60. Herauszufinden, welche Patinnen mit welchem Jugendlichen harmonieren, das sei der schwierigste Teil. Aber welche Eigenschaften muss ich eigentlich mitbringen, wenn ich eine Jobpatenschaft übernehmen möchte? Sie müssen einfach Freude an der Arbeit mit Jugendlichen mitbringen. Und vor allem eine hohe Frustrationstoleranz, das muss ich sagen.
weil es kann schon mal sein, dass ein Jugendlicher das Treffen verpasst oder verspätet ankommt. Also so Frustrationstoleranz muss man schon mitbringen und Geduld und einfach Freude daran, wie gesagt, einen jungen Menschen kennenzulernen. Bevor die Patenschaft beginnt, durchlaufen die Patinnen ein mehrstufiges Schulungsprogramm, in dem sie auf die Arbeit vorbereitet werden. Besonders wichtig sei es hierbei, wie man als Patin oder Pate überhaupt ein Gespräch mit den Jugendlichen führt. Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen wurden, geht es im wichtigsten Schritt darum, zu schauen, wer überhaupt mit wem harmoniert. Dann gibt es tatsächlich an den Schulen, und das ist auch verpflichtend, ein Speed-Dating. Also die Jugendlichen und die erwachsenen Paten haben dann jeweils 2-3 Minuten Zeit, sich kurz kennenzulernen. Und dann werden die anschließend unabhängig voneinander befragt, wer mit wem sozusagen ein Tandem bilden möchte. Das Projekt wird bereits durch die Uni Oldenburg wissenschaftlich begleitet. Bisher gab es durchweg positive Resonanz. Und das sowohl von den Jugendlichen als auch von den PatInnen. Werden Sie Patin oder Pate, wir freuen uns total auf Sie. Wenn Sie Lust und Freude daran haben, eine Jugendliche über ein Jahr lang ehrenamtlich zu begleiten, einfach in die Lebenswelten von Jugendlichen zu tauchen, zu gucken, wo es beruflich für Sie weitergehen kann, melden Sie sich total gerne bei uns beim Fachdienst Bürgerschaftliches Engagement bei der Agentur Ehrensache unter ehrensache@stadt-oldenburg.de. Wir freuen uns auf Sie. Im Ammerland hat man jetzt das nagelneue Knotenpunktsystem nach niederländischem Vorbild eingeweiht. Dass Radlerinnen und Radlern im Landkreis mit Saisonbeginn 2021 zur Verfügung steht. 16 Radrouten mit einer Länge von insgesamt 799 Kilometern stehen den Radbegeisterten jetzt zur Verfügung. Neu für das Radwegnetz ist die Integration eines Knotenpunktsystems, das eine große Flexibilität für die Routenplanung ermöglicht. An jedem Knotenpunkt befindet sich eine Übersichtskarte mit Darstellung der nächsten Knotenpunkte. Mit diesen Informationen können Touren schnell geplant und ganz einfach beliebig verkürzt oder verlängert werden. Unter dem Titel Expedition Jugendstil zeigt das Horst-Janssen-Museum Oldenburg von heute an Zeichnungen, Buchgestaltungen und Entwürfe von Ilna Evers-Wunderwald. Vielseitig begabt hat die in Düsseldorf geborene Wunderwald Anfang des letzten Jahrhunderts als Zeichnerin, Illustratorin, Übersetzerin, Gestalterin von Möbeln und avantgardistischer Frauenmode von sich reden gemacht. Motivisch haben neben Flora und Fauna auch außereuropäische Mythen ihr Interesse geweckt. Exotische Tiere, fantastische Pflanzen und auch skurrile Fabelwesen bevölkern ihr Werk. Der Jeddeloher Busch. Das ca. 4 Hektar große Waldgrundstück wurde von der Familie Ewald Jeddeloh und Kinder Anfang der 80er Jahre erworben und mit viel Engagement zu einem Refugium für Tiere und Pflanzen umgestaltet. 2017 verwüstete das Sturmtief Xavier den Jeddeloher Busch. Jetzt ist der Wiederaufbau so gut wie abgeschlossen. Natur zum Anfassen. Dafür ist der Jeddeloher Busch bekannt. Die heftigen Stürme im Herbst 2017 hatten dem Waldbiotop in Edewecht stark zugesetzt und jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit wurde zerstört. Viele alte Bäume wurden entwurzelt, mächtige Eichen stürzten in den Naturteich, sodass fast der ganze Fischbestand starb und Hütten für Kinder wurden zerstört. Heute ist der Wiederaufbau fast abgeschlossen, aber Enno Jeddeloh erklärt, dass es viele Herausforderungen gab. Das Schwierigste an diesen Maßnahmen war Herstellung des Teiches. Hinter mir sehen Sie einen großen Teich, der musste gesäubert werden von großen Baumstämmen. Die wurden vom THW rausgezogen und dann wurde er leer gepumpt, über 2 Tage, sehr viel Schlamm entsorgt und musste neu gebaggert und angelegt werden. Dabei sind Kanten abgebrochen, da musste abgestützt werden. Also der Teich oder die beiden Teiche haben uns wirklich Kopfzerbrechen gemacht, aber Gott sei Dank haben wir es hinbekommen. In den letzten Jahren haben Enno Jeddeloh und viele Helfer viel Herzblut und Zeit in das Projekt investiert und einiges wieder aufgebaut. Das etwa 4 Hektar große Waldgrundstück wurde mit viel Engagement zu einem Refugium für Tiere und Pflanzen umgestaltet. Wir haben sehr viel gepflanzt, zusammen mit dem NABU, dem BUND und vielen freiwilligen Helfern. Dann haben wir 2 Beobachtungsplattformen angelegt für die Kinder. Die Kinder können somit Fische beobachten, Amphibien beobachten. Wir haben 2 große Wettersegel angeschafft. Das heißt, die Kinder können auch, wenn es regnet, drunter sitzen. Einen Versammlungsplatz haben wir angelegt. Ein Theaterplatz wird noch erstellt, so ein kleiner Theaterplatz. Teiche wurden gesäubert und Wege wurden wiederhergestellt. Enno Jeddeloh blickt positiv in die Zukunft und hofft, dass die Besucher schon bald wieder die Natur hautnah erleben können. Schulen und Kindergärten können dann das Biotop für ihren Unterricht, Klassenausflüge oder Ferienpassaktionen nutzen,
Und auch Veranstaltungen wie Zeltlager oder Exkursionen sollen regelmäßig in dem Waldgelände stattfinden. Wir möchten mit den Kindern, Eltern und Schülern wieder ins Geschäft einsteigen. Das heißt, wir möchten wieder anbieten Klassenfahrten. Wir möchten mit den Schulen und Kindergärten wieder Exkursionen machen. Bildungsunterricht, das ist der Hauptpunkt, mit dem Bildungsumgangszentrum in Ammerland. Das haben wir gesagt, aber wir können auch andere Sachen machen. Kleine Theaterstücke, kleine Musikstücke. In diesem Jahr wird vielleicht noch der Nacht Musik spielen. Und wir machen noch einen Märchenabend mit Dr. Diekauf. Trotz der ganzen Schwierigkeiten hat es die Familie Jädelow geschafft, ein kleines Paradies für Tiere sowie für Groß und Klein aufzubauen. Auf der Internetseite des Jädelower Buschs unter www.jädelower-busch.de gibt es mehr Informationen zu zukünftigen Angeboten. Im letzten Heimspiel der Saison trafen die Handballdamen des VfL Oldenburg auf den frisch gebackenen Pokalsieger aus Bietigheim. Präsentierten sich die Oldenburgerinnen zu Beginn noch auf Augenhöhe, spielten die Gäste im zweiten Abschnitt ihre individuelle Klasse deutlich aus und gewannen am Ende. Am Ende wurde es bei den Oldenburger Bundesliga-Handballerinnen emotional. Kaum war die Schlusssirene, die die 24:32 Niederlage der Hunterstädterinnen gegen die SG BBM Bietigheim besiegelte, ertönt, hieß es Abschied nehmen. Zum letzten Mal standen Jenny Behrendt und Lisa Marie Fragge für den VfL in der kleinen EWE-Arena auf der Platte. Mit einem Video und bewegenden Worten verabschiedete sich die gesamte Mannschaft von den beiden Leistungsträgerinnen und rührten sie zu Tränen. Auf dem Feld dagegen präsentierte sich der VfL zuvor über weite Strecken auf Augenhöhe mit Bietigheim, lag nach Treffern von Behrendt und Fragge zu Beginn sogar mit 5:2 in Front. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr übernahm der frisch gebackene Pokalsieger das Kommando. Bis zum 11:12 in der 24. Minute hielten die Gastgeberinnen mit, dann baute die SG ihren Vorsprung zum 16:12 Halbzeitstand aus. Auch im zweiten Abschnitt spielten die Gäste ihre individuelle Klasse aus und setzten sich weiter ab. Vor allem in den 1-gegen-1-Duellen hatten die Oldenburgerinnen das Nachsehen. Die Damen aus Bietigheim zeigten immer wieder starke Angriffe, die sie mit sehenswerten Treffern veredelten. Ein Klassenunterschied, der am Ende die deutliche Niederlage besiegelte, doch die spielte nach Schlusspfiff kaum eine Rolle mehr. Auch Trainer Nils Bötel stellte das Ergebnis des Spiels hinten an. Extrem. Ich glaube, Lisa hat man heute wieder gesehen, auch wenn sie vielleicht für das Publikum nicht so auffällig ist, aber was sie in den Abwehr leistet, ist echt richtig stark. Und da werden wir erstmal zu knabbern haben, nächste Saison das wieder einzuarbeiten. Das Timing miteinander, das war mit Lisa echt richtig gut. Das hat sie heute auch wieder unter Beweis gestellt. Und ja, vorne am Kreis hat sie das dann heute auch immer mehr reingekommen, musste dann immer mehr das auch machen, auch die am Ende jetzt der Saison. Und ja, Jenny hat man heute auch wieder die Qualitäten gesehen. Hinten ab, den einen oder anderen Ball abgefangen. Thermogegenstoß, dann von außen die Bälle genetzt. Und war leider ihr letztes Spiel oder beide leider bis jetzt der letzte Spiel für uns. Leider vor leeren Rängen. Aber ich hoffe dann trotzdem, dass beide nochmal, oder beziehungsweise wenn Jenny dann die Saison auch hier ist, dann nochmal vor Publikum in Anführungsstrichen verabschiedet wird, können sie sich dann auch drauf freuen und hoffe, dass wir dann auch wieder starten können mit den Fans, weil das fehlt einfach hier in der Halle. Das hat man heute auch wieder gemerkt, dass so, wenn es so Spiele sind, wo uns in Anführungsstrichen um nichts geht, wo man noch sich gut präsentieren will, da bringen Fans einfach nochmal mehr Stimmung mit rein und macht es einfach einfacher. Und dann, wenn es knappe Spiele sind, umso mehr. Und da freue ich mich extrem schon drauf, dass die wieder dann da sind. Gästetrainer Markus Gaugisch hingegen war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Ja, kann so weitergehen. Nee, war. Also ich bin wirklich baff. Ich bin baff über die Souveränität, die wir heute hier auf die Platte gelegt haben. Das Wochenende war bis zum Abpfiff intensiv, danach auch nochmal intensiv. Quasi ohne Vorbereitung dann heute hier angereist. Und ich finde, wir haben das sehr souverän gespielt heute. Geschäftsführer Andi Lampe ergriff nach dem Spiel das Wort und verabschiedete Jenny Behrendt und Lisa Marie Fragge offiziell. Ein emotionales letztes Heimspiel hatte also trotz der Niederlage einen versöhnlichen Abschluss gefunden. Und das war es dann auch schon wieder mit O1 aktuell für heute. Schauen wir noch auf das Wetter am Wochenende. Ein durchwachsener Tag war das heute. Nach 15 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 10 Grad zurück. Der Samstag bringt dann viel Regen, bei bis zu 14 Grad am Tag und 9 in der Nacht. Am Sonntag gibt es dann wieder längere sonnige Abschnitte. 14 Grad sind es am Tag, 7 in der Nacht. Frühling und Sommer sehen irgendwie anders aus. Genießen Sie dennoch das lange Pfingstwochenende. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.